Hallo und herzlich willkommen wieder bei Daily TV. Hier ist wieder euer Pit und eure Nasty. Und wir präsentieren euch heute die Notorious Edition von Saints Row 2022. Wir schauen es uns schon mal kurz an. Das ist die Vorderseite, die Rückseite. Ja, und ich erzähle euch mal kurz was über die Reihe. Der erste Teil ist 2006 erschienen, damals noch unter anderem für Xbox 360. Für die PS3 gab es den dann damals noch nicht. Der zweite Teil ist dann 2008 erschienen. Der kam dann auch zeitgleich für PS3 mit raus, ab dann kamen die generell immer mit zeitgleich raus. Saints Row the Third kam dann 2011 an den Start, während man sich dann 2013, glaube ich, war es, oder wann, haben wir den vierten gemacht. Auf jeden Fall hatte man sich dann kurz danach noch entschieden, den vierten rauszuballern, den man dann natürlich nochmal unbedingt remastern musste. Und genau, jetzt haben wir hier auch nochmal von Saints Row the Third die 2020er Version, da haben sie es auch nochmal aufgelegt. Das ist direkt das Spiel hier oben drüber. Genau. Und jetzt kommt es endlich mal wieder zum neuen Teil, ein Reboot. Der alte Shit ist vorbei. Wir gucken direkt mal rein für euch. Viel Spaß beim Zuschauen. So, erstmal ein Schuber. Mit dem hier schick ist. Oh, kranker Scheiß, okay. Sehr, sehr cool. Hammermäßig krass. So, Nasty muss erstmal wahrscheinlich für sich gleich mal gucken, ob da irgendwas. Oh, ist die süß. Kranker Scheiß. Oder er. Das ist eine Uschi. Also krass. Also ich finde diese Box schon mal echt schick gemacht. Ja, Nasty Scream muss ja kurz für euch ganz fix sein und jetzt mir die Banderole kurz zur Seite nehmen. Das haben die echt eng gemacht, so ja. Ja. Dauert eine halbe Stunde halt. So. Sehr cool. Coole Sache. Fahndungsfotos. Ja, wie cool. Polizeifotos. Ja. Kevin! Es gibt immer einen Kevin. Es wird immer einen Kevin Postkarten aus. Postkarten gibt's auch noch. Ich finde diesen Schuber cool gemacht. Der erinnert mich an diese Dinger von Assassin's Creed, die es damals gab. Krass. Nein, wie krass. Das dann durchlesen, das ist doch cool. Cool. Nice. Klar, sind alle ausgefüllt, okay? Genau. Oh, das sieht echt nice aus. Oh, und die Schrift ist echt hübsch. Krass gemacht. Oh. Krass. What the holy fucking shit. Das ist ein Restaurant. Geil. Das ist ein Saurierpark. Ich finde, sieht aus wie ein Restaurant. Oh, geil. Geil. Sehr schön. So. Kriegt das kurz hier hoch? Ja, na klar. Dann haben wir hier so ein Abguck wieder so klein. Von Verdächtigen Nummer 3. Auch ein coole Sachen wieder. Das will ich nicht. Das
Spaß machen. Das ist das Steelbook, da lassen wir dich mal ganz kurz gleich mal. Okay, erstmal außen. Innen lassen wir dich gleich mal selber reingucken. Gut. Das hier war auch nochmal dieses coole Cover. Ziemlich krasser Scheiß. Sorry für das Kabel gerade, Leute. Oh mein Gott, ich habe doch das eine Book ab. Hab ich doch gesagt. Du bist der Beste. Ich bin der Größte, ich weiß. Können wir uns etwas. Ja, normales. Also haufenweise Codes waren auf jeden Fall drin. Ja. Das. Okay. Cool finde ich hier, da gibt es bei uns auch so einen coolen Regenschirm hier. Also, den ganzen Scheiß. Einmal dieses Pack. Criminal Customs. Okay, dann haben wir dieses Pack. Idols Anarchy. Oh, darauf habe ich gewartet. Los Banderos American Muscle. Was? Ah, geil. Expansion Pass ist auch nochmal drin für die Erweiterung, die noch rauskommt. Das war's. Und das war's. Alles in allem also wieder eine richtig, richtig fette Box. Finden wir auf jeden Fall mal richtig mega. Ja, Nessie, also wir wünschen dir auf jeden Fall heute von der Redaktion viel, viel Spaß beim Zocken und beim Testen. Ja. Cooles Shirt übrigens. Ja. Das passende Shirt dazu. Auf jeden Fall. Also, das ist die Größe S. Schon, ja, wie eine M. Fällt schon aus wie eine M. Ja. Und wie zufrieden bist du? Das war ja jetzt mit Versand ein bisschen über 100 gewesen. So teuer war es ja jetzt nicht. Ja, und so früh auch wieder bekommen. Ja, super. Früh. Kommt eigentlich erst nächste Woche Dienstag. Wir haben es jetzt heute schon zum Samstag bekommen. Geiles Ding. Ja, wir verteilen jetzt die Games natürlich an unsere lieben Vorbesteller. Vielen, vielen Dank für eure Vorbestellung. Ihr könnt euch die natürlich sofort abholen. Und ja, viel Spaß beim Zocken. Wir sehen uns dann in Saints Row. Und dir auch viel Spaß. Würdest du das empfehlen, was du da liegen hast? Vermisst du irgendwas oder findest du von der Ausstattung her ist das cool? Von der Ausstattung ist was Neues. Also ich war schon übelst angekotzt bei dem Remaster. Ich habe es ja schon durchgespielt und dann nochmals durchzuspielen war halt eine Qual gewesen. Und es ist halt ein neues Setting. Und die Ausstellung von der Collectors jetzt, von der Notorious Edition? Süß. Die ist cool, ne? Aber halt auch das Übliche, wieder Artbögen, ja, Poster, Kartchen. Ich finde natürlich hier diesen Schuber cool, den sollst du vielleicht nochmal kurz vorne zeigen hier. Der ist echt. Das erinnert mich halt voll an Assassin's Creed, Alter, und an Horizon vielleicht auch das letzte ein bisschen. Ja, es ist ein bisschen. Ist schon geil. Das ist schon geil. Und das Steelbook nochmal vielleicht? Das würden wir auch nochmal ganz kurz rein. Ja, das ist cool. Oh ja, also, ja, man sieht es auch gut. Perfekt, nochmal umdrehen. Ja, das Steelbook ist schon echt fett. So schickes Steelbook war jetzt in letzter Zeit. Nee, war gar nicht dabei bei Cyber Saints Row. Abgefahren. Also, das waren ja die Kopfhörer da gewesen. Oder diese Gun, die Dubstep Gun, die gab es ja auch. Genau. Auf jeden Fall. Okay, Leute, dann viel, viel Spaß beim Zocken. Vielen, vielen Dank nochmal für alle, die bei uns vorbestellt haben. Und wir geben uns natürlich weiterhin viel, viel Mühe. Und ja, kommt jetzt erstmal fix eure Spiele holen. Wir wollen alle zocken. Ein schönes Wochenende im Voraus. Und für alle anderen auch schon mal viel Spaß. Wir hoffen, ihr kriegt es auch relativ früh in die Hände. Ansonsten nächsten Dienstag ist Release. Bis dahin, Wiederschauen reingehauen.